GTA 5 wurde 2013 von Rockstar Games released und ist mit seinen über 155 Millionen verkauften Einheiten das mit Abstand bekannteste und erfolgreichste Spiel aus der Reihe. Die Handlung findet im fiktiven Staat San Andreas statt. Zusammen mit den Hauptcharakteren Trevor, Michael und Franklin erleben wir eine fesselnde und actiongeladene Geschichte und erkunden die wundervoll gestaltete Umgebung von Los Santos mit einer beeindruckenden Landschaft, die uns wohl für immer im Gedächtnis bleiben wird. Mit GTA 5 Remastered, welches am 15. März 2022 für die Next-Gen-Plattformen PlayStation 5 und Xbox Series X bzw. S veröffentlicht wurde, hat man die faszinierende Spielwelt nun auf die dritte Konsolengeneration gebracht und zeigt eindrucksvoll, dass GTA 5 immer noch grafisch spektakulär aussehen kann. Im heutigen Video wollen ich, Julex, und ich, Bashix, euch die Nostalgie an dieses Spiel näher bringen und mit euch gemeinsam in die Welt der Mythen rund um GTA 5 eintauchen. Zusammengefasst wurden diese Mythen und Theorien im sogenannten GTA 5 Eisberg. Hierbei gehen wir von der Spitze des Eisbergs bis in den Abgrund unter Wasser, denn dies soll den Bekanntheitsgrad der Mythen darstellen, denn je weiter man den Eisberg nach unten folgt, umso unheimlicher und unbekannter werden diese Mythen. Falls ihr im Übrigen Lust auf weitere Eisberg-Videos habt, so klickt doch nun einmal auf den Link, der euch nun eingeblendet wird. Hier seht ihr alle Videos, die ich bisher veröffentlicht habe, und es würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn ihr euch diese anschaut. Julex und ich wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen und präsentieren euch nun den GTA 5 Eisberg. Abandoned Mineshaft. In GTA 5 gibt es eine Nebenmission mit dem Namen Mysteriöser Mordfall, den man nur mit Michael absolvieren kann. Um diese Nebenmission zu erfüllen, müsst ihr eine Reihe von Aufgaben erledigen, unter anderem 4 Wandkratzer versteckt in Los Santos finden, die an die jeweiligen Orte eingeritzt wurden und gewisse Infos bereithalten. Danach müsst ihr eine vermisste Frau finden. Die Leiche von der Frau ist in der Nähe von Fort Zancudo und bestenfalls mit einem Taucheranzug oder Tauchboot zu erreichen. Anschließend könnt ihr in Solomon Richards Büro zwischen 22 und 6 Uhr einkehren und findet einen Brief von Fred Quincy aus dem Jahr 1949. Dort schreibt er, dass er eine Person namens Isaac und seinen Sekretär getötet hat. Die Leiche von Isaac könnt ihr in der verlassenen Mine beim Great Chaparral finden. Geht dazu in den Stollen hinein und ihr werdet auf die verwesende Leiche stoßen. Als Belohnung dafür bekommt ihr eine neue Telefonnummer mit dem Namen Isaac und könnt, wenn ihr diese Nummer anruft, 2 Vintage-Filter für das Game freischalten. The Mystery of Mount Chiliad. Auf dem Mount Chiliad findet man ein merkwürdiges Wandgemälde, das Spieler lange Zeit beschäftigt hat. Manche haben geglaubt, dass es im Mount Chiliad ein unterirdisches Tunnelsystem gibt, andere, dass man auf irgendeine Art und Weise ein Jetpack freischalten kann. Das Jetpack ist dann sogar später im Online-Modus erschienen. Das Wandgemälde hat aber einen anderen Grund, denn es zeigt euch die Position des UFO-Easter Eggs. Sobald ihr die 100% im Story-Modus erreicht habt, könnt ihr auf der Spitze von Mount Chiliad in einer stürmischen Nacht um 3 Uhr das UFO zu Gesicht bekommen. Bigfoot. Der Beginn vom Mythos Bigfoot hat bereits im Spiel GTA San Andreas stattgefunden. Damals berichteten einige Spieler, die Kreatur gesehen zu haben. Außerdem gab es einen Hinweis in der Spielanleitung, in der einer Person namens Bigfoot gedankt wurde. Weiterhin ähnelt ein Bereich in der Karte von GTA San Andreas stark einem Fußabdruck des Monsters. In GTA 5 erlaubten sich aber die Entwickler dann einen Spaß. Tatsächlich integrierten sie Bigfoot in das Spiel ein und man muss ihn in der Mission Der Letzte auch jagen. Wie sich aber herausstellt, ist Bigfoot nur ein verkleideter Mensch und kein Ungeheuer. Clowns. Es gibt einige lustige Fremdenmissionen in GTA 5. Eine davon ist die Mission Graswurzeln, die ihr mit Trevor erledigen könnt. Barry sitzt hinter einem Petitionstisch und bietet Trevor einen Joint an.
Nachdem er einen Zug genommen hat, sieht er auf einmal einen tanzenden Clown mit einer Waffe und kurze Zeit später schießt dieser auf Trevor. Durch diese Mission erhält man die Information, dass Trevor panische Angst vor Clowns hat. Interessant ist, dass in dieser Mission ein einzigartiges Automodell abgewandelt vom Speedo genommen wurde, den man so im Spiel nicht wiederfinden kann. Genauso wie die Clowns. Vielleicht ist das auch besser so. Aliens. In GTA 5 gibt es jede Menge Anspielungen auf Aliens und deren Existenz. Da wäre einmal das eingefrorene Alien unter der Eisenbahnbrücke in Ludendorff, North Yankton. Dann die Zwischensequenz in der Mission Yoga beruhigt, in der Michael von Aliens untersucht wird und dann wieder aus dem UFO rausfliegt. Wobei dies aber eher eine Halluzination ist, genau wie bei der fremden Mission. Nach den 100% schaltet er dann das UFO auf Mount Chiliad frei. Aber dabei bleibt es nicht. Über Sandy Shores schwebt ein weiteres UFO, welches ein FIB-Logo trägt. Ein Mythos besagt, dass die Menschheit hinter der Alien-Technologie gestiegen ist und diese UFOs einfach nachgebaut hat. An anderer Stelle seht ihr ein komplett anders aussehendes UFO, welches auch tatsächlich von Außerirdischen stammen könnte, da sich das Design so sehr von den anderen unterscheidet. Im Meer bei Paledo Bay könnt ihr auch ein anscheinend abgestürztes UFO-Wrack im Gewässer entdecken. The Altruists. Der Altruistenkult ist eine Sekte in GTA 5, die sich in einem Bergdorf aufhält. Auf der spieleigenen Internetseite www.altruistsunit.com können wir die 11 Regeln des Kultes in Morseschrift lesen. Der übersetzte Code und die Regeln werden euch hier einmal eingeblendet. Aus diesen Regeln kann man davon ausgehen, dass die Sekte eine sehr egoistische und feindselige Grundhaltung einnimmt. Außerdem gibt es Grund zur Annahme, dass die Altruisten Kannibalismus befürworten und auch praktizieren. Trevor spielt hierbei eine entscheidende Rolle, da er verirrte Anhalter zu ihrem Lager bringt und da alle Mitglieder über 40 Jahre alt sein müssen. Ich glaube, ihr könnt euch denken, was mit diesen passiert. Oh, Igitt. Ghost of Mount Gordo. Leute, nun wird es gruselig, denn wir können tatsächlich einen richtigen Geist in GTA 5 zu Gesicht bekommen. Begebt euch dazu zwischen 23 und 0 Uhr in die Nähe der Spitze vom Mount Gordo und ihr werdet eine Frau mit schwarzen Haaren und einem weißen Kleid sehen können, die über dem Boden schwebt. Die Frau hatte zu ihren Lebzeiten den Namen Jolene Quenley Evans. Sie war die Ehefrau von John Quenley oder auch mit Spitznamen Chock genannt, der in GTA 5 die Rolle des Spitzenkandidaten für das Amt des Gouverneurs von San Andreas einnimmt und in Los Santos lebt. Dies war aber nicht immer so, denn in einem Zeitungsartikel steht geschrieben, dass Jolene und John damals zusammen in Plain County gelebt haben. Bei den beiden gab es immer mal wieder ein paar Eheprobleme, welche letztendlich dann im Jahr 1978 eskalierten. John Quenley hatte schon immer den Traum, ein Stuntman zu sein. Für seinen Traum hätten die Ehepartner aber nach Los Santos ziehen müssen. Jolene konnte dies aber nicht tun, da sie ihre kranken Eltern pflegen musste. Als die beiden am Mount Gordo einen Spaziergang machten, fiel Jolene von den Klippen und verstarb. Dies sei ein Unfall gewesen, schrieb zumindest die Zeitung, und John Quenley kam ohne Strafen davon. Doch so war es nicht, denn wenn ihr zu der Position des Geistes von Jolene geht, könnt ihr den blutbeschmierten Felsen mit der Aufschrift Chock lesen, den Spitznamen von John Quenley. Damit ist bewiesen, dass er seine Frau umgebracht hat, da sie ihm mit seinen Karrierezielen im Weg stand. Übrigens, wenn der Wind gut steht, könnt ihr auch die Schreie hören von ihrem Fall in den Tod. Wow, echt unheimlich. Epsilon Program.
Der Epsilon Cult of America oder Epsilon Program ist eine Sekte aus dem GTA-Universum und hat offenbar betrügerische Ansichten, um Spenden durch Gehirnwäsche seiner Anhänger zu erlangen. Diese soll eine Anspielung auf die real existierende Scientology-Kirche sein. Im Spiel haben wir mit Michael die Möglichkeit, Teil dieser Sekte zu werden. Auf der Internetseite epsilonprogram.com müssen wir dazu einige Fragen beantworten und schalten damit eine Reihe von wirklich verrückten Fremdenmissionen frei, um am Ende die Wahrheit zu erfahren. Who killed Leonora Johnson? Es gibt einen wirklich schrecklichen und grausamen Mordfall in GTA 5. Dabei handelt es sich um den Mord von Leonora Johnson. Sie wurde im Jahr 1952 geboren und war bis zu ihrem Tod eine sehr bekannte Schauspielerin, die jedoch auch einen schlechten Ruf durch ihr freizügiges Leben hatte. Im Jahr 1975 wurde sie dann schlussendlich auf grausame Art und Weise ermordet. Das alles können wir auf der Internetseite whokilledleonorajohnson.com nachlesen. Die Leiche wurde durch einen anonymen Hinweis an das LSPD neben dem Land Act Staudamm gefunden. Sie soll dabei von ihrem Mörder vorher in Szene gesetzt worden sein, wie ein gruseliges Kunstwerk. Leute, ich hoffe, euch vergeht gleich wirklich nicht der Appetit, aber so wurde Leonora von der Polizei aufgefunden. Im Bericht steht, dass ihr Kopf abgetrennt, jedoch Teile aus ihrem Gesicht fehlen. Die Füße und Hände wurden abgesägt und so angeordnet, dass die Füße die Hände waren und umgekehrt. Ein Teil ihres linken Schenkels war abgetrennt und der Mörder hatte das Wort Schinken oder auf Englisch Ham eingeritzt. Weiterhin wurde auf ihrem Rücken ein Stern mithilfe einer Zigarre eingebrannt. Echt total krank. Der Fall wurde aufgrund zu geringer Beweislast fallen gelassen. Auf der Website können wir auch alle Verdächtigen sehen und auch den Hinweis lesen, dass ein Geständnisbrief erstellt wurde, jedoch in den 70er Jahren zerrissen und in ganz Los Santos verteilt wurde. Dies stellt eine Sammelmission in GTA 5 dar und zeigt euch die Position des Mörders, sobald ihr alle Briefschnipsel gefunden habt. Es handelt sich um niemanden anderes als um Peter Dryfus. Mit Franklin können wir ihn nach seinem Geständnis gehen lassen oder zur Rechenschaft ziehen. Für diesen grausamen Mord an Leonora Johnson gibt es aber meiner Meinung nach keine Entschuldigung. Green Glow. Bei diesem Mythos handelt es sich um ein unerklärliches Phänomen, welches nur auf der PS3 und der Xbox 360 Version des Spiels zu sehen ist. Das grüne Leuchten erscheint zwischen 19 und 7 Uhr in der Nacht in der Reflexion des Wassers hinter dem Human Labs and Research Gebäudes. Einige Leute sagen, es könnte mit den Aliens und dem Mount Chiliad Mysterium in Verbindung gebracht werden. Dies wurde aber nie bestätigt. Kill Franklin. Am Ende von GTA 5 habt ihr die Möglichkeit, mit Franklin entweder Michael oder Trevor zu töten oder aber in der Mission die dritte Alternative zusammen mit allen Charakteren gegen jede Fraktion zu kämpfen. Dies stellt die umfangreichste Mission dar, wird aber auch das gute Ende genannt im Gegensatz zu den beiden anderen. Es gibt aber auch eine Theorie, dass es noch ein viertes Ende gibt, bei dem Franklin sterben muss. Dies soll auch tatsächlich in der Beta-Version des Spiels enthalten gewesen sein, wurde jedoch vor Veröffentlichung aus dem Spiel genommen. Nach dem Tod von Franklin soll es nach Angaben möglich gewesen sein, mit Lamar anstatt seiner Stelle weiterzuspielen. Cut Story Mode DLC. Viele fragen sich, warum GTA 5 als solch ein erfolgreiches Spiel nie ein DLC für den Story-Modus erhalten hat. Immerhin lädt die Geschichte rund um die Charaktere und dem Ende förmlich dazu ein. Anfangs soll das auch tatsächlich geplant gewesen sein, jedoch wurde dies durch den Erfolg von GTA Online wieder verworfen und man entschied sich dazu, den Online-Modus mit neuen Inhalten zu füttern. Einige Leute glauben, dass das Doomsday Heist Update eine abgewandelte Version von einem geplanten DLC für den Singleplayer gewesen ist. Dataminer sollen wohl auch herausgefunden haben, dass für GTA 5 ein Zombie-DLC kommen sollte. Red Dead Redemption Undead Nightmare soll dafür als Vorlage dienen. Hierbei war in Planung, dass 80-90% der Map umgebaut werden und sie Schauplatz einer riesigen Zombie-Apokalypse sein sollte. Leider wurden
diese Pläne verworfen und es besteht nach aktuellem Stand wohl keine Hoffnung mehr auf diese Erweiterung. Sehr schade. HD Universe. In GTA gibt es drei verschiedene Universen. Da wäre einmal das 2D-Universum mit Spiele wie GTA 1 und GTA 2. Das 3D-Universum, in dem zum Beispiel GTA San Andreas, GTA Vice City und GTA 3 enthalten ist. Und das HD-Universum mit GTA 4 und GTA 5. Dies ist keine Theorie, sondern wurde auch tatsächlich von Rockstar bestätigt. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass kein Charakter in verschiedenen Universen auftreten kann, sondern nur in den gleichen. Bestes Beispiel dafür wäre Cloud, der sich im 3D-Universum befindet. Ihn sehen wir im Spiel GTA 3 und in GTA San Andreas. Es gibt eigentlich nur eine Person, die in verschiedenen GTA-Universen bisher war, und das ist Laszlo. Er war Radiosprecher in sehr vielen GTA-Teilen und in GTA 5 hat man ihn zum ersten Mal physisch dann auch gesehen. Daher ist auch der Mythos, dass sich GTA 5 im HD-Universum befindet, bestätigt. The cops are racists. Seit der Veröffentlichung von GTA 5 kursiert das Gerücht, dass die Polizei im Spiel rassistisch sein soll. Dabei ist man der Meinung, dass der Afroamerikaner Franklin offenbar schneller von den Beamten angegriffen wird als Trevor oder Michael. Ein Spieler hat zu diesem Gerücht ein Experiment gewagt und mit allen Charakteren unter gleichen Bedingungen die Polizei provoziert. Das Ergebnis, dass ein aggressives Verhalten bei allen drei Charakteren stattfindet und die Cops in GTA 5 nicht rassistisch sind. Dies bekräftigt auch Rockstar Games. Lamar as a playable character. Dass Lamar eigentlich ein spielbarer Charakter sein sollte, ist einer meiner liebsten Theorien und auch gar nicht so unbegründet. Wir haben im Video schon einmal davon gesprochen, dass ein viertes Ende in Planung war, bei dem Franklin sterben soll. Manche Fans behaupten, es soll auch einfach mitten in der Hauptstory zu diesem Vorfall gekommen sein und man konnte anschließend mit Lamar weiterspielen und daran könnte auch durchaus etwas dran sein. Denn wenn man mittels Mod den Charakter Lamar spielt, gibt es bereits vorgefertigte Skripte zu den Passanten und deren Begrüßung gegenüber Lamar. Man, you a crazy motherfucker, Lamar. Hey. Lamar, what's up with the homies? What's up? What's up, Lamar? What it do? Viele GTA-Fans lieben den Charakter und es wäre wohl ein Traum gewesen, ihn zu spielen. Leider wurde dieses Feature in der Vollversion ausgelassen. Nico Bellic. Es gibt viele Hinweise zu dem Charakter Nico Bellic, obwohl GTA 5 im Jahr 2013, also 5 Jahre später, nach den Ereignissen aus GTA 4 spielt. Ihr könnt unter anderem Jimmy dabei beobachten, wie er auf dem Life Invader Seite von Nico ist oder findet auf einem Tisch auf der Terrasse eines Hauses in Sandy Shores ein Fahndungsfoto von Nico, womit auch bestätigt ist, dass er noch am Leben sein muss. Strange Mechanic. Der Mechaniker war ein Nebencharakter in GTA Online, bis er aufgrund eines Updates schließlich aus dem Spiel entfernt wurde. Er wurde vom Spieler als persönlicher Mechaniker angestellt, da ihm auf Wunsch ein Fahrzeug lieferte. Viele Spieler hatten berichtet, dass sich der Mechaniker ziemlich seltsam und feindselig gegenüber dem Spieler verhielt. Wenn man ihn angerufen hat, um ein Auto liefern zu lassen, so fuhr der Mechaniker einfach weiter oder griff den Spieler sogar an. Rockstar entfernte ihn mit dem Update 1.1. Seitdem wird das angeforderte Fahrzeug nur in der Nähe gespawnt und nicht mehr direkt geliefert. The Infinity Killer. Oh ja, Leute, eine weitere Mördergeschichte in GTA 5. Es geht um einen Serienmörder namens Merle Abrahams, der die meiste Zeit seines Lebens in Sandy Shores verbrachte und besessen von der Zahl 8 und dem Unendlichzeichen war, was zu seinem Spitznamen Infinity Killer führte. In seinem abgebrannten Haus hinterließ er einige Botschaften wie »Es wird 8 geben« und eine 8 ist einfach ein vertikales Unendlichzeichen. 1999 nahm die Geschichte ihren traurigen Höhepunkt und Merle Abrahams tötete 8 männliche Jogger. Er wurde anschließend in der Bolingbroke Strafanstalt untergebracht und verstarb kurze Zeit später.
Wenn wir uns in Sandy Shores weiter umschauen, dann entdecken wir weitere Hinweise zu den Morden. So ist zum Beispiel auf einem Stein folgendes Gedicht geschrieben. Einer ist fertig. Zwei hat Spaß gemacht. Drei versuchten zu rennen. Vier riefen Mama an. Fünf nicht lebendig. Sechs ist nichts. Sieben im Himmel. Acht wird nicht warten. In der Bolingbroke Strafanstalt, in der Merle Abraham seine verbliebene Zeit bis zu seinem Tod verbrachte, können wir auch den entscheidenden Hinweis lesen, der den Fundort der Leichen verrät. Wo Wasser auf Land trifft und Feuer einst ausspuckte, dort sollen die unendlichen Acht bleiben, bis ich zurückkomme. Daneben ist auch ein kleiner Kartenausschnitt abgebildet. Wenn wir uns nun mit einem Tauchboot in das Gebiet nördlich der Bucht von Palito Bay bewegen, so können wir alle ermordeten Jogger verpackt in Plastiksäcken auf dem Meeresgrund sehen und haben das Rätsel um die grausamen Morde von Merle Abrahams, dem Infinity Killer, gelöst. Fort Zancudo UFO Light. Wie wir bereits früher im Video erfahren haben, schwebt über Fort Zancudo ein UFO, welches ein einzigartiges Design hat und sogar echte Aliens an Bord haben könnte. Dieser Mythos wird bestärkt, da auf dem Boden an der Position auf dem Militärgelände ein grünes Licht ab 3 Uhr nachts zu sehen ist. Dies stellt einen Lichtstrahl dar, der Aliens auf die Erde für eine Invasion transportieren könnte, oder wird sogar das Gelände für eine Zerstörung anvisiert? Leider gibt es keine wirkliche Erklärung für dieses Phänomen. Slenderman. Es soll einige Spieler geben, die in GTA 5 tatsächlich Slenderman gesehen haben. Ihr wisst schon, der Typ mit den langen Armen und Beinen, der mit dem Spiel Slender The Eight Pages fast schon Kultstatus erreicht hat. Wir können diesen Mythos aber kurz halten, denn Slenderman kann man nur mit Mods in das Spiel einbauen. Beweise für seine Existenz gibt es also keine. Children. Warum gibt es keine Kinder in GTA und besonders in GTA 5? Fans stellen dazu die absurdesten Theorien auf. Eine davon ist, dass das Leben in den GTA-Spielwelten zu gefährlich ist und deswegen alle Kinder mit ihren Familien in die Spielwelt von Bully gezogen sind. Es gibt aber, wenn man richtig darüber nachdenkt, nur eine logische Begründung dafür und das ist für Rockstars Sicherheit. Wenn Kinder enthalten wären, würden die GTA-Teile bestimmt aufgrund der extremen Gewalt in einigen Ländern zensiert oder gar nicht zugelassen werden. Es ist wahrscheinlich auch besser, sie nicht direkt in das Spiel zu integrieren. The three characters represent the player base. Das Besondere an GTA 5 ist, dass man mit drei Charakteren spielt, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Fans haben dazu eine Theorie aufgestellt und denken, dass die Entwickler damit die drei Stadien der gesamten GTA-Reihe aufzeigen. Da hätten wir zuerst Trevor, ein Typ, der so gar nicht normal ist. Er soll die ursprünglichen Top-Down-Spiele, also GTA 1 und GTA 2, präsentieren. In diesen Spielen ging es lediglich um Action und den Nervenkitzel in einer frei erkundbaren Stadt herumzurennen und eine Reihe verrückter Missionen erledigen zu können. Als zweiten Charakter haben wir Franklin. Er spielt den typischen GTA-Charakter, den wir alle kennen, also einen, der es sozusagen vom Tellerwäscher zum Millionär schafft. Diese Entwicklung machen die Protagonisten in GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas ebenfalls durch, wobei Franklin natürlich am meisten Ähnlichkeit mit CJ aus GTA San Andreas hat. Und zum Schluss haben wir noch Michael. Er stellt die Nachwirkungen des GTA-Erfolges dar. Wir erleben seine Geschichte, wenn man bereits von ganz unten aufgestiegen ist und feststellt, dass es neben familiären Problemen nicht immer leicht ist, sich aus Schwierigkeiten herauszuhalten und zu überleben. Ghost Dog. Der sogenannte Ghost Dog ist ein gelber Labrador. Die einzige Person, mit der der Hund in Kontakt kommt, ist Franklin Clinton, der offensichtlich der einzige ist, der den Hund sehen und mit ihm kommunizieren kann. Der Hund wird zum ersten Mal in den Vinewood Hills in der Mission Kalkuliertes Risiko angetroffen. Franklin folgt dem Hund auf einen unbefestigten Pfad bis zu Dom Beasley, der an den Seilen seines Fallschirms in einem Baum hängt und anscheinend dort von einem vorherigen Fallschirmsprung hängen geblieben ist.
Franklins Interpretation des Hundegebells hat er darauf hingewiesen, dass Dom im Baum sein würde. Nachdem Franklin Dom geholfen hat, sich zu entwirren, verschwindet der Hund ohne Erklärung, taucht aber dann in der Mission Verkalkuliertes Risiko wieder auf, wo Franklin unter ähnlichen Umständen den Bell den Hund findet, diesmal aber in der Nähe des Land Egg Dam. Der Hund führt ihn zum Rand des Damms, wo Dom sich darauf vorbereitet, ohne Fallschirm vom Damm zu springen. Dom springt dann letztendlich und stirbt beim Aufprall auf den Boden und der Hund verschwindet erneut. Seltsamerweise wird keine Erklärung für den Hund oder seine Fähigkeiten gegeben, was die Spieler dazu veranlasst, ihre eigenen Schlussfolgerungen über seine Natur zu ziehen. Das Schicksal des Hundes bleibt für den Rest des Spiels unklar. Native Americans. Wie wir alle wissen, sind die Indianer die Ureinwohner Amerikas. In GTA 5 gibt es ein paar Hinweise darauf, dass es auch im Spiel einen Indianerstamm gegeben haben könnte. Wenn wir uns einmal die Flagge des Bezirks, in dem sich die Tongva Hills befinden, näher anschauen, so stellen wir fest, dass auf dieser zwei Indianer abgebildet sind. Außerdem können wir einen Totempfahl finden und eine verlassene Höhle, die durch die dunkle Farbe im Inneren einen Hinweis darauf geben könnte, dass die Ureinwohner darin Feuer gemacht haben und diese Höhle belebt haben könnten. Brad's Bullet was meant for Trevor. In der Prologmission von GTA 5 und dem Raubüberfall in North Yankton sehen wir die Szene, in der Brad erschossen wird. Tatsächlich habe ich mir damals auch die Frage gestellt, ob die Kugel auch wirklich für Brad bestimmt war. Denn schauen wir uns die Sequenz noch einmal an, so bemerken wir, dass Brad kurz vor dem Schuss vor Trevor gelaufen ist. Da kann man fest davon ausgehen, dass die Kugel eigentlich Trevor treffen sollte. Die Gründe dafür sind einfach zu erklären. Michael hatte mit David Norton, seinem Kontaktmann beim FIB, einen Deal, bei dem Michael augenscheinlich begraben werden sollte, jedoch unentdeckt mit dem Reichtum weiterlebt. Man hat bei Trevor zu viel Angst gehabt, dass er nicht wirklich von der Bildfläche verschwindet und irgendwas ausspuckt, da er unberechenbar ist. Daher sollte der Schuss eigentlich ihm gelten und Brad sollte durch die Tode ins Gefängnis kommen, wo er keine Chance bekommen hätte, jemals hinauszukommen. Wie wir aber alle wissen, geht der Plan nicht auf und am Ende kommt alles ans Tageslicht. The Cake. Im Spiel finden wir das Museum namens Bischofs WTF, das sich am Winewood Boulevard befindet und anscheinend Fabelwesen ausstellt. Wir können das Museum zwar nicht betreten, finden jedoch Poster an der Wand mit Kreaturen, die es in GTA 5 geben soll. Das wäre einmal der Augenfisch, der ein lebendiges Auge mit einem Schwanz ist. Ja, ihr habt richtig gehört, aber nein, es ist nicht so, wie ihr denkt. Und der Kuchen, The Cake, der eine Mischung aus einer Kuh und einer Schlange ist. Ob es diese Wesen tatsächlich gibt, wurde nie bewiesen. Black Cell Phones. Unter dem Begriff Black Cell Phones versteht man eine Telefonnummer, die man wählen kann, bei der ein außergewöhnliches Ereignis passiert. Denn wählt man die Nummer 1-999-367-3767, so erscheint eine Explosion über den Kopf des Protagonisten. Außerdem wird das Handy auf einmal in einer schwarzen Farbe dargestellt. Manche Leute gehen davon aus, dass es sich um eine EMP-Störung handelt, was die Explosion erklären könnte. Ansonsten gibt es aber allerdings keinerlei weitere Auswirkungen im Spiel. Grave on the Mountain. Es befindet sich ein Grab auf einem Berg nahe des Mount Gordo. Manche Spieler glauben, dass dieses von Geistern heimgesucht wird. Bisherige Untersuchungen darüber haben aber nichts ergeben. Das Grab soll nach Angaben eine Anspielung auf das Grab von John Marston aus Red Dead Redemption sein und damit ein Easter Egg zu einem anderen Rockstar Games Spiel darstellen. Jack Thompson. Viele werden nicht wissen, wer Jack Thompson ist. Vielleicht ist das auch besser so. Es handelt sich um einen Anwalt aus den Vereinigten Staaten, der mehrmals massiv Kritik an der GTA-Reihe ausübte. 2003 schob er GTA 3 sogar die Schuld für zwei unterschiedliche Morde zu. 2005 versuchte er es dann erneut und wurde aber letztendlich aus dem Gerichtssaal geschmissen und es wurde ihm seine Anwaltslizenz entzogen. Außerdem hat er seinen eigenen 10 Jahre alten Sohn in einen Laden geschickt, um GTA Vice City zu kaufen
und um die Spielereihe schlecht zu machen. Natürlich war dies die Schuld des Verkäufers, einen minderjährigen Sohn das Spiel kaufen zu lassen. Aber Leute, wie viel Hass kann man denn bitte auf so eine Reihe aufbauen, um diese runterzumachen? Jack Thompson hat sich damit am Ende wohl eher nur selbst geschadet. Suicidal Airplanes. Bei dieser Theorie handelt es sich um einen Codierungsfehler im Spiel, der hauptsächlich in GTA San Andreas aufgetreten ist, bei dem Flugzeuge willkürlich einfach abgestürzt sind. Damals wie heute sucht sich die KI einen Weg zum Fliegen, der bereits vordefiniert ist und die Hindernisse minimal berechnet. Zwar ist die KI in GTA 5 viel intelligenter, dennoch kann es immer wieder vorkommen, dass die Wegberechnung nicht schnell genug ist und das Flugzeug auf ein Hindernis trifft. Explosionen von Flugzeugen hören wir daher meistens in Michaels Haus bei Beginn einer neuen Spielsitzung oder bei dem Charakterwechsel, da die Berechnung immer erst in dem jeweiligen Bereich der Map geladen wird. Insurance Company strikes you. In GTA Online kann man sein Auto Vollkasko versichern lassen, um es im Falle der Zerstörung wieder zu holen. Ein Mythos besagt, dass der Wert beim Versichern nicht nur von der Fahrzeugklasse und dem Wert des Fahrzeugs abhängt, sondern auch, dass die Versicherung eure Aggressivität im Spiel beobachten und dies ebenfalls Einfluss auf den Preis haben soll. Das kann man natürlich widerlegen und dieser Mythos ist nicht wahr. FBI Agents at Satellite Dishes. Zwischen 10 Uhr und 17 Uhr kann man bei den Satelliten Wissenschaftler sehen, die offenbar irgendetwas beobachten und berechnen. In der ursprünglichen Spielversion für die PS3 bzw. Xbox 360 standen hier ebenfalls noch FIB-Agenten, die Wissenschaftler offenbar beschützt haben. Dies wurde in der Next-Gen- und PC-Version jedoch entfernt. Diese Szene scheint vielen Spielern sehr verdächtig zu sein und es könnte auf die Alien-Aktivität hindeuten, da die Satellitenschüsseln, an der sich die Wissenschaftler versammelt haben, in die Richtung von Fort Sancurdo zeigt. GTA 5 caused real crimes. Wie auch schon im Falle von Jack Thompson beschrieben, gibt es viele Leute, die daran glauben, dass Spiele wie GTA die reale Kriminalität fördern. Natürlich gibt es viel Kritik an gewaltdarstellenden Spielen. Man muss aber dazu sagen, dass Ego-Shooter-Spielereien hier durchaus mehr Potenzial bieten können. Dass GTA oder auch Videospiele allgemein Gewalt und Kriminalität fördern, lässt sich so nicht beweisen und dürfte auch nur in minimalen Fällen der Wahrheit entsprechen. Military Chatter. Mit Trevor können wir ab und zu geheime Militärgespräche mithören. Dazu müsst ihr euch in einem Fahrzeug befinden, das mit einem CB-Funkgerät ausgestattet ist. Dieses Ereignis tritt recht selten auf. Mit etwas Geduld kann man aber den Funk abhören und Trevor reagiert sogar manchmal darauf. 1930s Business Plot Alternate Reality. Es gibt eine Theorie, dass die Ereignisse in GTA 5 in einer anderen Zeitlinie stattfinden als die Realität, in der der sogenannte Geschäftsplan von 1933 erfolgreich war. Dabei sollte der Präsident Franklin D. Roosevelt von den reichsten Leuten gestürzt werden, um eine neue konsumorientierte Gesellschaft zu gründen. Dies würde nach Meinungen bekräftigen, warum in GTA die Besitztümer so eine große Rolle spielen und die Reichen anscheinend auch diejenigen sind, die den meisten Einfluss auf alles im Spiel haben. Dies wurde nie bestätigt, etwas Wahres könnte aber durchaus dran sein. Michael DeSantis Ghost. In der Alternativmission Die Zeit ist reif haben wir das Ziel, Michael zu töten. Manche Spieler nehmen an, dass es damit nicht endet und haben seltsame Vorkommnisse im Haus von Michael bemerkt, wenn man es nach seinem Tod betritt. Dabei sollen sich Türen einfach öffnen und schließen und man soll schlussendlich einen Geist von Michael sehen können und dabei in Flammen aufgehen und einen qualvollen Todes sterben. Dieser Mythos ist jedoch nicht bewiesen und wird stark angenommen, dass es sich bei diesen Beobachtungen um Modifikationen des Spiels handelt.
Wolf Girl. Das sogenannte Wolfsmädchen ist ein Mensch-Wolf-Hybrid, das in GTA 5 die einsamen Hügel der Palomino Highlands östlich von Los Santos bewohnen soll. Man hat die Spieldateien durchforstet, hat aber nichts in Bezug kurioser Charaktermodelle gefunden. Trotz dessen soll man immer wieder komische Geräusche in den Hügeln gehört haben. Bis heute gibt es leider keine wirklichen Sichtungen über das Wolf Girl. Es ist und bleibt ein Mythos. All-Seeing Eye. Das allsehende Auge oder Auge der Vorsehung genannt, wird so interpretiert, dass es das Auge Gottes darstellt, das über die Menschheit wacht. Das Symbol wurde in der Freimaurerei, der Religion und bei den Illuminaten verwendet. Wir können es an diversen Orten sehen. Wenn die Sonne richtig steht, sehen wir es im Schatten des Denkmals vor dem Observatorium. Weiterhin sehen wir das Symbol in Michaels Haus oder im Haus von Lester. Daher können wir davon ausgehen, dass es eine übergeordnete Bedeutung hat und es möglicherweise mit dem Mount Chiliad Mystery in Verbindung steht und einer Theorie, dass die Außerirdischen über die Bevölkerung von GTA 5 wacht. Baphomet. In GTA 5 erscheint das Bild vom Baphomet auf der Oberfläche des Alamo-Meeres. Das Gesicht ist aus den Wellen geformt, die sich ständig verschieben, was es besonders schwierig macht, ein klares Bild zu machen. Wenn wir die Aufnahme aber mal gegenüberstellen, so ist definitiv eine große Ähnlichkeit zu erkennen und treibt diesen Mythos voran. Was dies genau zu bedeuten hat, ist bislang leider komplett unklar. Mothman. Mothman oder auf Deutsch Mottenmann ist ein sehr beliebter Mythos aus GTA San Andreas, der aber auch in GTA 5 Einzug hält. Es wird angenommen, dass sich der Mottermann auf Brücken auffällt und über Friedhöfe fliegt. Sichtungen wurden angeblich kurz nach Release des Spiels an der Hill Valley Church in Plain Country gemeldet. Die schwarze Kreatur soll dabei über den Friedhof geflogen und in einer Rauchwolke verschwunden sein, sobald sich der Spieler genähert hat. Trevor Phillips Ghost. Wir hatten im Video bereits über den Geist von Michael nach seinem Tod gesprochen. Dieser Mythos existiert auch in einer ähnlichen Form bei Trevor. In der Mission Ein wenig Vernunft wird Trevor, wie wir wissen, grausam getötet, da durch einen Schuss von Franklin das Benzin in Flammen aufgeht und Trevor bei lebendigem Leibe verbrannt wird. Aufgrund dieser schrecklichen Art und Weise zu sterben, sollen Spieler den Geist von Trevor in Sandy Shores bei seinem Wohnwagen gesehen haben und anschließend an derselben Gewalttat gestorben sein. Dies ist auf jeden Fall möglicher als die Theorie um Michaels Geist. Trotz dessen gibt es keinerlei Bestätigung, dass dieser Mythos tatsächlich wahr ist. Whale Skeleton. Es existieren mehrere Skelette von Walen auf dem Grund des Ozeans in GTA 5, die man nur mittels Taucheranzug oder Tauchboot sehen kann. Anfangs dachten die Spieler, es handelt sich um die Überreste von Seeungeheuern oder anderen Kreaturen. Es wurde aber bestätigt, dass dies nur Walskelette sind und nur dazu dienen, suchende Spieler mit einer Art Easter Egg zu belohnen. Atmospheric Anomalies. Wir sind am Abgrund des Eisbergs und Leute, ihr seht nun die unbekanntesten Mythen rund um GTA 5. Fangen wir an mit den sogenannten atmosphärischen Anomalien oder auch Sky Beasts genannt. Es handelt sich hier um angebliche Kreaturen, die durch den Himmel fliegen sollen. Berichten zufolge haben Spieler fliegende Quallen, verrückte Wolken oder schwebende Grafikfehler entdeckt. Es könnte mit den UFOs zusammenhängen, die nach 100% am Himmel sichtbar sind. Spieler berichten aber dennoch von 2D-Texturen ohne irgendwelchen Inhalt und über der ganzen Karte verteilt gesehen zu haben. Ein Statement von Rockstar gab es dazu leider nicht, trotzdem ist das schon sehr beunruhigend. The Quantum Man. Dieser Mythos beschreibt ein seltsames Bild, was ein Spieler namens Quantum Anguli in GTA 5 gefunden hat und im Rockstar Social Club als Beweis gepostet haben soll. Es zeigt die Karte von Los Santos, überlagert mit Leonardo da Vincis Kunst namens Der Vitruvianische Mensch. Das Bild soll auf einem Fernseher im Abstellraum eines Ladens in GTA 5 gesehen worden sein.
Ob dies tatsächlich stimmt und was das für eine Bedeutung hat, ist vollkommen unklar. Leider hat Rockstar Games diesbezüglich nie ein offizielles Statement rausgebracht. Technological Singularity. Okay, jetzt wird es zwar etwas heftig, aber ich erkläre euch, was es mit diesem Mythos auf sich hat. Die technologische Singularität ist ein zukünftiges Ereignis, bei dem die künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertrifft und eine Veränderung der Zivilisation stattfindet. Spieler gehen davon aus, dass dies im GTA-Universum bereits stattgefunden hat oder noch stattfinden wird. Anlass bietet dazu der Domestobot aus dem Spiel GTA Vice City Stories. Da hier die künstliche Intelligenz bereits vertreten ist und das GTA-Universum nahe aneinander gestrickt ist, glaubt man, dass auch in anderen GTA-Teilen künstliche Intelligenz vertreten ist oder bereits die Menschheit sogar schon übernommen hat. Bermuda Triangle. Das Bermuda-Dreieck fungiert in GTA 5 als Weltgrenze für die Karte des Spiels. Im Singleplayer- und Online-Modus führt ein zu großer Abstand von der Map dazu, dass zum Beispiel die Triebwerke eines Flugzeugs explodieren, die Triebwerke komplett versagen oder eine Tragfläche abfällt, um den Spieler aufzuhalten und das Flugzeug abstürzen zu lassen. Auch wenn ihr überlebt, werdet ihr an der Kartengrenze von einem Hai aufgefressen werden. In früheren GTA-Teilen wurde der Ozeanboden komplett zufällig erstellt. In GTA 5 allerdings wurde dieser aufwendig texturiert. Daher möchte man nicht, dass sich der Spieler zu weit von der Karte entfernt und unbearbeitete Abschnitte der Map findet. Ist, um ehrlich zu sein, auch eine schönere Variante als einfach eine unsichtbare Wand. Strange Howling. Das seltsame Heulen ist um Mount Chiliad und möglicherweise um Blaine County herum zu hören. Folgend hört ihr einmal einen Ausschnitt im Video, das ein Heulen im Mount Chiliad Tunnel nahe dem Eingang zum Paledo Forest zeigt. Es ist nicht bekannt, woher das Heulen kommt, da keine Kreaturen im Spiel enthalten sind, die so etwas von sich geben. Auch werdet ihr nichts finden, wenn ihr diesem Heulen folgt. Sehr unheimlich. The Day That Never Comes. Der Tag, der niemals kommt, ist ein äußerst gruseliges Phänomen, das nur eine Handvoll von Spieler in GTA 5 gemeldet haben. Dabei soll die Sonne, die normalerweise zwischen 19 Uhr und 22 Uhr im Spiel untergeht, nie wieder aufgegangen sein. Interessanterweise behaupten alle Spieler, die das erlebt haben, dass dieses Ereignis nur an einem Samstag stattgefunden hat und dass darüber hinaus alles im Spiel nicht mehr normal weitergelaufen sei. Die NPCs haben sich sehr bizarr verhalten und liefen im Kreis oder fingen ohne Begründung Kämpfe mit dem Spieler an. Tiere sind auch an Ort und Stelle einfach eingefroren, beziehungsweise Vögel sind wie ein Tornado dauerhaft im Kreis geflogen. Niemand weiß, ob dieses Phänomen tatsächlich existiert oder bereits mit einem Patch entfernt wurde. Auch hierzu gab es seitens Rockstar Games nie ein Statement. Das war er, der GTA 5 Eisberg. Welchen Mythos hast du gekannt und was fandest du besonders unheimlich? Schreib es mir doch gerne einmal in die Kommentare. Falls du neu auf meinem Kanal bist, dann schau dir unbedingt das Video zum GTA San Andreas Eisberg an und diese Playlist. Mit einem Like und einem Abo kannst du mich unterstützen. Ich bedanke mich bei euch für das Zuschauen und bei Julex für die Zusammenarbeit an diesem Video. Ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, euch einen schönen Tag, euer Beschix.